Leute, wir haben 41, sieht komplett fertig aus, esse hier gerade alles. Die sind da, können sich erzählt habe, dass ich gestern auch komplett fast den ganzen Tag im Bett war, außer am Abend, wo wir zum See gefahren sind. Ja, wollte ich schon ein bisschen schlafen gehen. Sogar irgendwie kurz nach 10, weil ich müde war. Und dann sagt meine Mutter, dass meine Oma angerufen hat, weil es ihr da oben schlecht ging. Und dann ist mein Vater hingefahren, hat einen Krankenwagen geholt. Ihr war also wirklich richtig schlecht. Nicht schlecht, sondern so über kurz vor Ohnmacht oder so. Und dann ja, sind sechs Leute gekommen, haben sie in die Notaufnahme gefahren. Jetzt ist sie in der Notfallambulanz. Nee, in der Notaufnahme, genau. Ich weiß nicht genau. Reanimatze auf Deutsch, auf Russisch. Auf jeden Fall sind meine Eltern jetzt am Morgen dahin gefahren, um was zu klären. Ich wollte zum Fitness fahren, aber meine Eltern haben gesagt, ja, fahr lieber am Abend, weil euch den ganzen Stress und so wenig Schlaf und ich sehe halt komplett fertig aus. Weil am Mittag, die werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, muss ich mit der Oma zur Klinik, zu ihrer Untersuchung und dann wäre das knapp. Ja, besser am Abend, wenn ich dann noch Kraft habe, aber jetzt esse ich erstmal mein Eis. Wir sind 2:40, ich gehe jetzt raus, meine Eltern sind zurückgekommen. Hab kurz vor dem Rausgehen richtig angefangen zu heulen, deswegen musste ich mir mein Gesicht irgendwie kaschieren. Und jetzt treffe ich mich mit meiner Oma, wir fahren in die Klinik, weil sie kriegt eine Kontrolluntersuchung hat. Und dann gleich in den Katheter gelegt, deswegen ich habe halt so geheult, dachte ich will halt nochmal zu ihr, aber meine Mutter hat gesagt, meine Eltern das halt, weil jetzt alles vorbereitet wird. Und dass man da eh nicht mehr reinkommt, halt nur ein Katheter, aber trotzdem ist es halt irgendwie eine OP und müssen Vorbereitungen getroffen werden. Deswegen ja, will ich mich jetzt irgendwie ablenken und dann fahren wir vielleicht zu ihr. Mal gucken, wie viele Leute reingelassen werden, aber irgendjemand kommt auf jeden Fall zu ihr. So Leute, ich und meine Oma sind zurück. Dort war ein richtiges Hin und Her. Wir waren dort insgesamt 3 Stunden. Es gab aber welche, die waren da seit 8 Stunden da. Also hatten wir nochmal ja, Glück gehabt. Meine Augen sind komplett angeschwollen. Mein Vater ist jetzt ins Krankenhaus gefahren. Wahrscheinlich müsste die Operation jetzt zu Ende sein, weil es ist 6 Uhr. Kommt bei meiner Oma vorbei, bei meinem Großeltern, holt da was für sie ab und bringt es ihr her. Ansonsten weiß ich gerade nicht. Also gestern war für mich kein Fitness, weil gestern war Sonntag und gestern waren wir ja, mit der Familie halt am See und so weiter. Beziehungsweise war ich gestern. Nee, ich war gestern nicht. Und heute auch nicht. Was schlecht ist, wenn man sogar nur einen Tag verpasst. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt am Abend gehen soll. Meine Mutter wollte mit mir rausgehen, aber dann ist es schon zu spät. Am Morgen weiß ich auch nicht, weil ich habe dann Fahrschule. Dann dachte ich, Oma besuchen im Krankenhaus, wie das funktioniert, geht. Ich habe heute dort, ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Mir geht so schlecht. Mein Auge ist, glaube ich, halb rot. So Leute, wir waren mit meiner Mutter draußen. Ich weiß nicht, wie ich gesagt habe. Mein Auge ist angeschwollen. Meine Oma getroffen, ist ein bisschen rumgegangen. Mein Vater war in der Klinik, aber da ist kein Arzt mehr gekommen. Deswegen werde ich, also mein Vater hat jetzt gemeint, es ist eigentlich viel leichter sozusagen per Telefon da irgendwie einen Rückruf zu bekommen und zu erfahren, was ist. Weil selbst wenn ich da irgendwie den ganzen Tag bleibe, heißt es nicht, dass da irgendwie ein Arzt kommt oder dass ich ihn erwische. Und ich kann morgen nicht den ganzen Tag bleiben und ja, das ist ja auch so. Ich habe Fahrschule und so weiter. Ich hätte halt vorher überlegt, wenn ich hätte morgen diesen Arzt erwischen werde, dass ich vorher zum Fitness gehe. Aber jetzt, wo mein Vater gesagt hat, dass das nicht unbedingt sein muss, denke ich, werde ich auf jeden Fall heute Morgen, wo es halt noch nicht so heiß ist, zum Fitness gehen. Weil am Abend ist es erst irgendwie um 9 wieder normal. Deswegen versuche ich morgen so früh wie möglich aufzustehen. Sport zu machen, dann nach Hause zu kommen, umzuziehen, dann wahrscheinlich in die Klinik zu fahren, weil ich möchte sie auf jeden Fall besuchen. Und dann habe ich auch schon gegen spät Nachmittag Fahrschule, weil danach, keine Ahnung, werde ich um 6:30 fertig sein. Da werde ich jetzt wahrscheinlich weder Fitness noch Klinik packen. Deswegen ist das erstmal so der Plan. Und ich hätte ja nicht erzählt, also ich glaube, ich hatte schon erzählt, dass mir dass ich eine Kooperationsanfrage bekommen habe von TikTok. Und seit 2 oder 3 Wochen, also die haben mir direkt geschrieben, und seit 2 oder 3 Wochen haben die mir also keine Sendungsnummer gegeben, nicht Bescheid gegeben, dass die Ware losgeschickt wurde. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass sie mich vergessen haben oder irgendwie sich es anders überlegt haben, was ja nicht keinen Sinn macht.
und jetzt nicht so unbedingt einen guten Ruf macht. Und heute haben sie mir geschrieben, als ich auf dem Weg zurück war, von wo ich, als ich mit meiner Oma wieder von der Klinik kam, dass ich sie gerne wissen lassen möchte, wenn das angekommen ist. Und aber sie haben mir keine Sendungsnummer geschickt. Ich weiß nicht, ob es versichert war, weil es ist halt so ein riesiges Paket, deswegen ist es so oder so versichert. Ich denke, es wird trotzdem die Tage jetzt ankommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, heute ist Sonntag, aber heute ist Montag. Das heißt, sie haben es wahrscheinlich heute verschickt. Ich warte jetzt hier im Besucherraum, dass ich meine Mama besuchen kann. Ich habe meinen Vater hier getroffen, weil er hier genau, hat mich hierhin begleitet, weil sonst hätte ich das nicht gefunden. Und jetzt checke ich aber nicht, ob ich im Besucherraum warten muss, wenn ich mit einem Arzt sprechen will oder ob ich überhaupt besuchen will. Deswegen. Ja, Leute, ich bin zurück, habe jetzt ein bisschen gegessen, trinke meinen Kaffee, weil es ist 4:30 und 4:30 habe ich dann Fahrschule. Wird mich jetzt ein bisschen ausruhen, mal gucken, ob ich danach noch Zeit haben werde oder die Kraft vor allem, zum Sport zu gehen. Auf jeden Fall, hatte ich dort. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich muss jetzt hier einzeln erzählen, wie es war. Auf jeden Fall, wie gesagt, in diesem Besucherraum. Dann hat mich dann einer abgeholt, weil ich nachgefragt habe. Und dann standen wir davor und dann wurden hier die Schläuche gewechselt. Und dann hat sie gesagt, warten Sie noch ein bisschen. Aber dann dachte ich, okay, nutze ich die Gelegenheit und warte, bis der Arzt mit der anderen fertig ist. Weil ich wurde kurz rausgeschickt aus dem Besucherraum, weil der wollte mit ihr reden, mit der anderen. Weil sonst kriegst du den halt nie. Und dann war ich so hin und her. Und dann habe ich ihn gefragt und er so, fragen Sie die. Also die andere, das war so eine, keine Ahnung, ich wusste gar nicht mehr, dass es eine Ärztin ist. Sie sah irgendwie nicht so aus, also jetzt nicht böse gemeint, aber keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, hat sie irgendwie kaum Deutsch gesprochen. Ich dachte, das ist Krankenschwester. Auf jeden Fall, Leute, als ich noch in diesem Flur stand, kam so ein Krankenbude raus zu einer anderen Krankenschwester und gesagt, Arterie läuft nicht, irgendwas ist stehen geblieben, es geht nicht. Und ich habe so, ich weiß nicht, wie mein Herz in die Hose gerutscht ist. Wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, klar, wenn da was passiert wäre, dann wäre da direkt erste Hilfe und so weiter. Aber in dem Moment denkst du halt, ich konnte gar nicht mehr denken. Und dann bin ich dahin und sie lag zwar mit dem Rücken zu mir, aber ich habe gesehen, dass sie sich bewegt, deswegen hat sich das bei mir so, ein bisschen, beruhigt. Auf jeden Fall war das doch die Diagnose nicht so schlimm, wie es irgendwie vorher gesagt wurde. Aber sie ist natürlich sehr schwach und dieser Zustand und dieser Anblick. Ich habe dann angefangen, durch diesen Schock und die letzten paar Tage, wo ich nicht geschlafen und geheult habe, habe ich angefangen wieder zu weinen dort direkt. Der Krankenbruder hat mir einen Sitzplatz angeboten und Wasser gebracht. Und dann war ich dort insgesamt so 2 Stunden. Auge ist immer noch angeschwollen. Und ich gehe jetzt in diesem Kleid, im Mini-Kleid, das ist jetzt gar nicht so mini, aber trotzdem, zur Fahrschule. Ich habe keinen Bock, mich umzuziehen, ist mir jetzt alles scheißegal. Ich habe heute und das nächste Mal jeweils zwei andere Fahrlehrer. Ich hatte jetzt drei Stunden bei einem. Und jetzt habe ich 2-mal bei einem anderen bekommen. Keine Ahnung, wie die sein werden. So cool, das ist 18 Uhr irgendwas, 6:45. Ich dachte, der Vater kommt und das ist einfach meine Konferenz. Leute, wir haben kurz vor 4. Ich war heute Morgen beim Fitness. Heute ist es richtig heiß. Ich glaube, morgen soll es noch mal heißer sein, 35 Grad. Also richtig, also mir ist ja noch gegen Ende echt irgendwie komisch geworden. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gegangen und hier bei uns vor meinem Haus kam die Mutter von einem alten Klassenkameraden. Und ich weiß halt gar nicht mehr, wie sich das entwickelt hat, ob wir uns Hallo gesagt hatten oder nicht. Aber jetzt hat sie mich richtig angelächelt und Hallo gesagt. Und es hat mir irgendwie meinen Tag versüßt. Jetzt holt meine Mutter unsere Cousine von der Schule ab und bringt sie zu uns nach Hause. Dort bleibt sie ein paar Stunden. Dann bringt sie sie wieder nach Hause. Mal gucken, wer heute zu der Oma ins Krankenhaus fährt. Wahrscheinlich mein Vater nach der Arbeit. Ich habe mir seit ein paar Tagen überlegt, so ein etwas anderes Video zu machen auf TikTok. Also wo ich halt auch meine Stimme hörte, wo man halt so nicht nur also zu Musik oder wie gesagt, sondern wo man meine Stimme hört, wo ich rede. Und da habe ich spontan entschieden, zu einer Szene meine Kooperation einzubauen, die ich jetzt abgefilmt habe. Die werde ich dann morgen hochladen. Und hoffe, dass das irgendwie Aufrufe bekommt, weil ich fand das schon sehr
kreativ. Ich habe schon meiner Schwester zum Probegucken gegeben. Sie hat auch dem zugestimmt, deswegen, ja, hoffe ich mal, dass das gut läuft morgen.